Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus dem LS22 und wie immer von der Galgenberg Map Work in Progress. Wir sind noch am Arbeiten, ja, bedeutet dieses Work in Progress. Deswegen ganz entspannt, die Map kommt, wenn sie kommt, sobald sie fertig ist. So, für die Neuen hier am Hof. Wir haben in der ersten Folge so ein bisschen angefangen, ein paar Kernthemen, sowas wie Hofsilo und so weiter zu integrieren. Und in der letzten Folge habe ich angefangen, hier so einen kleinen Wassertrigger hinzupacken. Hat sich eigentlich ganz gut angeboten, weil hier drin ja die Milch noch abgetankt wird. Ja, dann kann man auch mal ab und zu einen Wasserschlauch brauchen, um die Bude zum Reinigen. Dann haben wir hier halt so ein bisschen Deko, dass das Ganze irgendwo ein bisschen schlüssig nachvollziehbar ist. Platziert. Im Innenbereich habe ich auch mal so ein bisschen angefangen. Ja. Die einen oder anderen haben gemeint, ob man hier nicht irgendwie so Kälberboxen oder Kälberzucht reinpacken sollen. Das Thema ist, ihr habt es ja gesehen, wie tricky das ist, über Ingame zu dekorieren. Aber wir haben es relativ gut hinbekommen. Dann habe ich hier so kleine Seuchrinder noch reinpackt. Das war so eine Art Vorschlag vom Thilo. Na, da habe ich mir auf die Schnelle mal geholfen. Grüße gehen raus an meinen Lieblingsschwaben. Dann hier draußen haben wir das, glaube ich, mit dem Mischte haben wir es noch gemacht. Na, dass es hier halt auch ein bisschen nachvollziehbar ist mit dem Rauch. Güllegrube, dass es auch eine Grube ist. Das Regal habe ich ausgetauscht, weil das andere war mir tatsächlich ein bisschen zu groß. Jetzt habe ich das niedere genommen. Hier drin befindet sich jetzt unser Silo. Ja, und ansonsten halt so ein paar Späße wie hier die Werkstatt reingepackt, wo sie in Original ist, und hier so ein kleines Holzlager. Und genau da wollen wir heute weiter anschließen und weitermachen. Schnitti, grüße, guten Abend, Camper sei gegrüßt. Licht, Kamera und Action, so sieht's aus. Sonic, vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen. Gut. Wo machen wir weiter? Ich gehe komplett spontan wieder in die Videoproduktion rein. Hier vorne sind wir eigentlich so weit durch. Ne? Wir wollten eigentlich hier drin noch irgendwas reinpacken. Ich bin mir aber selber noch gar nicht schlüssig, was ich da reinmache. Normalerweise wäre in Original in diesem Innenbereich irgend so ein Kraftfuttersilo. Allerdings habe ich ja in dieser Art und Weise nicht wirklich was. Da wäre noch ein Saatgutsilo, aber das ist doch... Was haben wir denn hier drüben für ein Silo da reingepackt? Lass mal kurz hintere switchen. Ein Getreidesilo. Okay. Ja gut, vielleicht machen wir dann einfach so lange ein Saatgutsilo rein. Wäre ja auch nicht ganz so verkehrt, ne? Was haben wir hier sonst noch? Ich möchte jetzt nicht direkt eine Kaufstelle da reinpacken. Saatgutlager. Komm, dann probieren wir mal, ob die vom Bernie hier reinpassen. So, Bitzele haben wir ja schon mal im GE getestet. Der wird jetzt hinten ein bisschen rausstehen, das weiß ich soweit. Aber ist ja nicht tragisch. Ist ja nur, dass wir hier mal anfangen können zu spielen. So, ich mache das Ganze ein bisschen mittig. Das wird natürlich spannend. Macht es vielleicht mehr Sinn, das Ganze so zu platzieren, dass wir auch, sagen wir mal, relativ vernünftig abladen können. Macht das vielleicht Sinn? Ihr seht, es ist gar nicht so einfach, das Ingame zu dekorieren. Ich komme da halt nicht so schön reingebackt wie jetzt im Kuhstall. Warum auch immer. Ja, das war eigentlich so ganz cool, dass man hier reingucken konnte. So. Ich glaube, so können wir es hinplatzieren. Dann könnten wir nämlich relativ einfach vorne hinfahren. Das Einzige, was mich triggert, ist halt mein übliches, es muss alles mittig sein, Krankheit. Symmetriekrankheit, jetzt habe ich es. So, guck mal. Das steht jetzt oben ein bisschen raus, aber dann können wir hier drin schon mal ein bisschen abladen. Satir, wunderschönen guten Abend. Thomas, grüß dich. Sky, wunderschönen guten Abend. Ich bin Multitasking-Genie. Weder, es geht alles. Es geht alles, wenn man will. Na, ich habe Bock und deswegen funktioniert es. Immer ans Positive glauben.
So, wo war das andere Thema? Ich glaube, das ist aber unter Fahrzeuge. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte ja mal kurz in einem Video erwähnt, dass es da einen fixen gibt. Einen fixen Mischer. Oder zählt er dann doch tatsächlich zu Gebäude? Ich habe mir den nämlich runtergeladen gehabt. Unter was könnte der sein? Ein Futtermischer, aber kein Fahrzeug an sich. Lass mal kurz gucken. Da ist er auch nicht drin. Vielleicht unter Produktion, ne? So eine Mische anrichten könnte doch unter Produktion sein. Guck mal da, genau. Sowas hier hatte ich eigentlich gedacht, ob man das vielleicht hier rein integrieren könnte. Entschuldigung für das Hin- und Her-Geflacker. Aber ihr wisst ja, ich muss hier so ein bisschen tricky reingucken können. Da hatte ich erst gedacht, ob man sowas vielleicht mal hier rein platziert. Das wäre doch eigentlich auch noch eine Opportunity, aber schwer zum Beladen, ne? Könnte ein bisschen tricky waren, das Ganze zu beladen. So, wir müssen eh kurz raus. Ey, Bunny, mein Freund, grüß dir. Wunderschönen guten Abend. The one and only, wo hier den Hof erstellt hat, ist anwesend. So. Guck mal, Bunny, ich habe hier vorab mal das Silo ausgeblendet und einfach mal pro forma was reingepflanzt, dass wir da mal schaffen können und testen. Hier im hinteren Bereich weiß ich noch nicht genau. Ich muss mal die ganzen Dinger durchgehen. Tiere wollten wir auf jeden Fall noch nehmen, ne? Und zwar Hühner. Was haben wir denn da Schönes? Ich will auf jeden Fall so eine Art Freiland-Gedöns nehmen. Es ist halt schön, es würde von der Charakteristik her gut passen, ne? Wenn das irgendwo so hier hinpflanzen würde. Sowas. Ich bin ja Fan von den offenen Dingern. Das sieht halt einfach cool aus, wenn da so das eine oder andere Hühnchen frei rumläuft. So, was ich gelernt habe, immer wieder hier öffnen. Freie Modus schaltet sich nämlich immer wieder aus, wenn man das Ganze verlässt. Und diesmal müsste dann von der Höhe her das passen. Genau. Das ist halt ein bisschen schade, ne? Müssen wir umschreiben, dass er mir hier das ganze Ding nicht zerstört. Weil wenn ich jetzt hier reinmale und beim nächsten Mal ja, schließe und wieder öffne, ist es halt trotzdem wieder alles so, wie es war. Schade. Aber egal. So, dann haben wir ja festgestellt, dass ich, wo ich bei dem Hof war, auf dieser rechten Seite hier, gab es Schafe. Und zwar hatte der eigentlich auch nur sowas Hundsgewöhnliches dran. Da müssen wir uns noch drum kümmern. Das ist mir alles ein bisschen too much. Am besten so nur so kleiner Unterstand und gut ist. So. Ich muss immer die Reiter durchgehen, dass ich überhaupt weiß, was brauche ich noch. Rundballenlager, Gras. Gras, Heu. Silage. Das ist auch noch so ein Thema, wo ich noch nicht weiß. Gut, das könnte man mal vorläufig dahinter platzieren, ne? Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Guck, freier Modus ist direkt wieder aus, der Weidag. Machen wir es mal vorläufig so rein irgendwie. Gerade mir überlegen, wenn wir das so hinten fahren, dann reicht es doch eigentlich so, ne? Wo lade ich das ab? Vorne dran, richtig? Ja. Und spawnen tun sie rechts. Guck mal, dann können wir das doch irgendwie so hinpacken. Und gut ist, hier meine ich, können wir malen. Das müsste dann beim nächsten Mal wieder alles Taco sein. Machen wir hier einmal rum. Malen hier ein bisschen dirty. Dann können
können wir ja hier so ein bisschen Spur hindrehen machen. Wenigstens so ein bisschen. So, das tut's. Freunde, das tut's. So, das passt. Bass wackelt und hot Luft. Prosi, wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Nobody, auch an dich, wunderschönen guten Abend. Bonnie hat super Arbeit. Ich habe richtig Bock auf die Map. Ist halt wirklich so, ne? Das, ihr müsst euch den Gefallen tun. Wenn ihr von der Gegend kommt, fahrt mal durch das Ort durch und guckt es euch an. Geht bitte dem Bauer nicht auf den Sack deswegen, ne? Ist ganz wichtig. Respektiert die Privatsphäre. Aber allein, wenn ihr mal hier vorbeifahrt, es ist einfach so lustig. Das Gefühl ist einfach so, es ist unbeschreiblich. Das ist irgendwie komisch. So, dann gucken wir noch mal. Was brauchen wir denn sonst noch? Das hier, auf das hätte ich auch mal Bock, ne? So ein Keller, Kartoffellager. Hier, das war eigentlich so ein Thema, ne? Wo man sagen könnte, Misthaufen, ne? Dass es ein bisschen nachvollziehbarer neu ist. Aber das sind halt alles Deko-Objekte, zum Beispiel von MA7.fr. So, ich glaube, hier brauche ich sonst erstmal nichts mehr. Eine Erweiterung, da ist nicht viel drin. Ein Wasserschlauch haben wir soweit, aber rein aus Dekorationszwecken könnte man ja hier irgendwo was hinmachen. Da können wir ja vorne und hinten so ein bisschen tun, als ob. Je nachdem, wo wir gerade sind. Weil hier haben wir auch den Wasseranschluss für unseren Kocher. So. Ah, ich könnte halt stundenlang verbringen, ne, mit dem Zeug. So ein bisschen platzieren und bauen und tralala. Das macht schon Bock. Was ist das hier? Dieseltank. Aha. Können wir ja mal hier reinstellen. Mal gucken. Freie Modus. Guck, das habe ich nämlich vorher schon wieder vergessen. Heimatsakrament. Die machen wir einfach mal so rein. Dass es ein bisschen Deko-Objekt wird. So. Haben ist besser als brauchen, Freunde. So, Tools. Tools können wir auch immer brauchen. Das hier wird irgendwann hier drüben noch hinkommen. Wäre dann klar schön, wenn es das ein bisschen kleiner gibt. Ja. Ach, guck mal, das würde sogar auch hinpassen. Lol. Menschliche Maßarbeit. Cool. Rampe brauchen wir wahrscheinlich erstmal noch nicht. So, Dekoration. Dekoration, wisst ihr, da bin ich Fan. Da kann ich mir an. Das Wohnhaus. Ich glaube, das Wohnhaus können wir auch noch ein bisschen schnuckeliger machen, oder? Da darf vielleicht die eine oder andere Pflanze noch hin. Hier irgendwas ins Eck, aber das ist ja so ein Monsterteil. Ich glaube, wir waren im letzten Video fast ganz hinten. Ich zapp mal kurz durch, schaut mal kurz nach oben, nicht, dass es euch schlecht wird vom Scrollen. Da waren wir nämlich schon weit, weit hinten. Genau, der Oma Rosa haben wir das Bänkle neu gemacht, dass sie wieder ihren Aussichtsposter einnehmen kann. Da, guck, sowas. Das macht es halt einfach nochmal. Die Gießkanne, die kehrt einfach gleich direkt neben, ne? Ich glaube, zum Hinsitzen haben sie eigentlich genügend. Na, ein bisschen überdimensioniert. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Hier vom Landbauer muss ich auch sagen, bin ich Fan davon. Das wäre halt cool, wenn es
wenn er diese ganze, also alle, und ich meine alle Deko-Objekte als ein Pack bringen würde, gerne auch ein Mod habt, das wäre schon feine Sache, ne? Da könntest du halt alles Mögliche, da könntest du eine richtige Map aufbauen mit dem Zeugs. Herrlich. So was, guck mal, das können wir doch irgendwo hier noch aufbauen. Dass man da nicht drauf fährt. Schilder noch und nöcher. Oh ja, genau. Das haben wir ja auch noch gehabt. Ne? Das hatten wir hier. Guck mal, das ist ja so ein bisschen. Der Herr ist bei uns. Zack. Und schon sieht es noch was aus. Einwandfrei. Gott ist mit uns. Ja, und mit dem Wort würde ich das heutige Video mal abschließen. Wir sind gut vorangekommen. Ich glaube, wir können jetzt langsam aber sicher uns mal mit den Fahrzeugen beschäftigen. Und wenn ihr da dazu Bock habt, würde ich mich freuen. Ich lade euch recht herzlich zum nächsten Video ein. Wenn es euch gefallen hat, bleibt mir wie immer nichts mehr zu sagen, außer lasst gerne ein Like da, Abo, es kostet wie immer nichts. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.